Freunde, herzlich willkommen zu der 8. Schauerte-Show. Und heute haben wir ein paar spezielle Gäste für euch, wie eigentlich jede Schauerte-Show. Und zu denen gehen wir doch jetzt mal, oder? Ja, bevor wir das machen. Hallo. So, okay, dann können wir loslegen. Okay, dann gehen wir los. So, das. Versteckspiel machen und da würde ich gerne das Team aufteilen. Wir teilen das mal einfach hier auf. Marie, du kannst den Frau Flüger. Und die zwei netten Namen vom Beratungsteam, die verstecken sich jetzt mit Marie. Und Herr Aurora und ich suchen die beiden. Mit Ima zusammen und noch mit der Hanna. Die sind aber alle im Hintergrund. Und ja, sollen wir da einfach starten? Ja, klar. Okay, wir schauen jetzt einfach in die Richtung und Sie können hingehen, wo Sie möchten. Ja, nicht schwingen. Ja, dann starten wir unsere Suche nach den beiden Kolleginnen. Ja, glauben Sie, dass sie im Neugebäude sind oder im Altgebäude? Das ist ja schon. Tja, wo könnten sie sich verstecken? Vielleicht auf der Damentoilette? Sollen wir nachschauen? Oder, vielleicht auch in der Telefonzelle. Vielleicht bringen sie gerade ein paar Beratungsbücher. Okay, dann schauen wir erstmal draußen vorbei. Und dann sehen wir auch live, wie Herr Aurora die Damentoilette betritt. Wir haben sie ja heute auch eingeladen, weil es einen Grund hat. Okay. Wie es eigentlich in jeder Show ist. Und Sie führen ja das Beratungsteam mit. Ja, richtig. Und viele Schüler kennen das noch nicht. Was ist denn das Beratungsteam? Ja, es ist eine Gruppe von Lehrern, das sind Beratungslehrkräfte, die sich den Problemen diverser Natur der Schüler und Schülerinnen annehmen. Also geht es auch um sowas wie Depressionen oder auch Probleme im Haushalt? Ja, also die Palette der Probleme, die reicht, die ist ganz breit und auch ganz tief. Also das beginnt bei leichteren, das können leichte Probleme sein, das können aber auch ganz schwere Konflikte sein. Zum Beispiel das von Liebeskummer über häusliche und familiäre Konflikte bis hin zur Suizidalität. Okay. Ist alles, dafür sind wir ein Stück weit da, dass ich Schüler in Notfällen an uns wenden können. Und wie ist das mit der Schweigepflicht? Weil ich würde das ein bisschen komisch finden, meinem Lehrer alles zu erzählen. Ich habe da eher so eine Hürde beim Lehrer. Bei mir ist es so, dass es absolut vertrauliche Gespräche sind, die auch nicht hier an niemand anderen weitergegeben werden. Und wenn es sehr schwere Dinge sind, also zum Beispiel der Bereich der Suizidalität, dann bespreche ich mich auch mit jemand externen außerhalb der Schule. Ja, natürlich, weil wird man auch als Lehrer nicht komplett vorbereitet, ne? Ja, ich habe das Glück, dass ich in dem Bereich schon arbeite, ich auch ein anderes Feld habe. Aber insgesamt gebe ich dir recht. Das ist durchaus auch, was kann was ganz Neues darstellen für einen Lehrer. Ja. Okay, dann haben wir jetzt noch eine Aufgabe. Herr Aurora, du musst in die Damentoilette. Ja. Ima, du kannst ihn begleiten. Ich war da schon einmal drin. Frau, Frau Freuzhuber, sind Sie da? Frau Flüger? Anscheinend nicht, also weiter gehe ich mal nicht. Hanna, willst du für uns? Hanna, du kannst mal schauen. Ich habe mich ja auch dran. Aber Toilette wäre wirklich klug gewesen. Hallo.
Schau mal in die Kabine rein. Also, wir sind jetzt in unserem Versteck. Wir sagen natürlich nicht, wo wir sind. Und wir sind hier mit der Frau Flüger und der Frau Holzhuber. So, und dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal mit den Fragen an. Was ist eigentlich, was machen Sie hier eigentlich? Was ist das hier alles? Also, das hier ist unser Raum, in dem wir Schülerberatung durchführen. Und es gibt ja hier an der Schule ganz viel Beratung, Berufsberatung und so weiter. Bei uns geht es eigentlich darum, hier kann jeder hinkommen, der Probleme hat, im weitesten Sinne, mit denen er selber nicht klarkommt. Es können Schüler kommen, alleine oder auch gerne mit Freund, Freundinnen oder so. Es können auch Schülerinnen mit ihren Eltern kommen. Es können unter Umständen sich sogar nur die Eltern an uns wenden. Und prinzipiell ist der Anlass, also das empfindet ja jeder unterschiedlich, ab wann er mit einer Situation vielleicht selber nicht mehr so richtig klarkommt. Also es kann sein Schulstress, dass man Prüfungsangst hat vor Klausuren oder merkt man, man kommt da so gar nicht klar. Es kann auch sein... Ja, zu Hause natürlich, ja. Kann man auch Stress haben, ne? Dass das irgendwie auch Auswirkungen hat auf die Schule, weil man unglücklich ist zu Hause, dass da Stresssituationen sind, mit denen sie alleine nicht mehr klarkommen. Oder auch mit einer Freundin, mit einem Freund, also sowas kann ja auch passieren, ne? Wenn man dann nicht weiter weiß. Und dann, je nach Situation, können dann die Schüler einmal kommen oder mehrmals. Kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie leicht die Situation zu lösen ist. Genau. Was wir anbieten können, ist einfach, dass wir ein offenes Ohr haben. Mhm. Dass wir erstmal also vereinbaren, dass das ein Gespräch ist, was unter vier Augen und unter vier Ohren bleibt, also dass hier, was in diesem Raum gesprochen wird, nicht nach außen getragen wird. Es sei denn, derjenige, mit dem wir sprechen oder diejenige möchte das, dass wir nochmal Sachen abklären mit anderen Leuten oder ne? Aber prinzipiell ist das erstmal was, was unter uns bleibt. Ich habe noch eine Frage. Bezüglich Corona, also sieht man da, dass da jetzt auch mehr Probleme aufkommen, oder? Also bei mir in den Beratungen absolut ja. Also da gibt es jetzt auch neue Fälle bezüglich Corona? Ja, ich würde sogar sagen, dass seit Corona, also seit Beginn des neuen Schuljahres, nach dem ersten Lockdown, ja. dass es ein total, also einen viel größeren Bedarf als vorher gibt an Beratungen. Ah, okay. Und das geht von... Das betrifft zum Teil auch die häusliche Gewalt. Ah, okay, okay, so weit geht das schon. Ich dachte eher, dass das so ein Thema ist, was gerade aufgegriffen wird. Aber anscheinend gibt es da auch wirklich viel Praxis, die das bestätigt. Ja, ich habe jetzt keine Zahlen, ich kann das auch nicht vergleichen, ja, klar, mit vorher, ja. Aber so vom subjektiven Gefühl her würde ich sagen, dass es zu größeren Problemen auch kommen kann, wenn die Menschen so dicht und so intensiv aufeinander hocken und aus der früheren Struktur herausgerissen werden. Ja, okay, dann weiß ich schon mal Bescheid. Was meine Sorge gerade ist, hören wir etwa die Stimme von Frau Flüger? Oder ist es... Warte, nicht gucken. Da sind Leute drin. Ja, sollen wir aufreißen? Oder wir können die einsperren. Soll ich aufreißen? Okay. Gefunden! So einfach war es also. Da hat man doch nicht so ein gutes Versteck. Ja, vor allem wie gemütlich ihr noch hier sitzt. Ne? Wir mussten laufen. Man soll uns ja auch finden. Sollen wir uns dann alle irgendwie reinsetzen? Vielleicht gibt es auch was zu besprechen. Ja. Okay, komm. Ich setze mich auf den Boden. Mehr Schüler haben wir nicht jetzt. Kein Problem. Ich gebe meinen Stuhl gerne für... Aroma! Ja! Danke! Ich kann mich aber auch auf den Boden setzen. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, weil viele Schüler immer fragen,
wenn man dann, wann man überhaupt kommen soll, ne? Weil es ist ja auch ein bisschen schwierig, wenn man vielleicht ein Problem hat und man will gar nicht, dass das alle mitbekommen. Ja, wann man kommt. Wie geht das überhaupt? Ne? Und also man kann auch während des Unterrichts zu uns kommen, das ist auch möglich. Dann haben wir halt diesen kleinen Zettel, den kann man ganz unauffällig dem Lehrer, bei dem man gefehlt hat, geben, ohne dass das irgendein anderer mitbekommt zum Beispiel. Und wenn man das aber nicht möchte, dann kann man auch immer noch uns anschreiben und dann machen wir einen individuellen Termin. So. Ja, super. Und hier im Raum haben wir ja feste Zeiten. Ne? Ich weiß nicht, habt ihr die schon gesehen auf dem Plakat? Die sind ja überall verteilt. Ne, das sind so die fixen Zeiten und wenn es dann aber ein anderer Zeitpunkt sein soll, dann geht das natürlich auch. Ich habe noch eine Frage, Marie. Was bewegt Sie denn? Also, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Beratungsteam zu werden? Also, ich bin seit 12 Jahren, glaube ich, mittlerweile in der Schule und es ist ja immer so, dass es Menschen gibt, die Hilfe brauchen, immer. Und unsere Ausbildung, da findet das eigentlich nicht statt. So, wenn man auf Lehramt studiert, so, dann geht man erstmal in die Schule, dann sind es die Fächer. Und so Beratung findet in der Ausbildung nicht so statt, aber Beratung nimmt einen wahnsinnig großen Raum ein. Und unser Beratungsteam hier an der Schule, das war einfach so ein bisschen, keiner wusste so richtig wohin und Schüler haben das immer wieder gesagt, gibt's das eigentlich? Und das musste einfach nochmal so ein bisschen etabliert und ausgebaut werden. Ich glaube auch, dass... Ja, ich wollte nur noch, kannst du es auch noch ja, also bei mir ist die, du hast es ja schon länger gemacht. Ja, bei mir ist die Motivation auch sehr persönlich. Ich habe selber auch sehr schwere Zeiten hinter mir. Hat auch lange Zeit ausgefallen hier in der Schule. Und wusste auch nicht, ob ich nochmal zurückkomme und habe dann eine Therapeutenausbildung angefangen, mit der ich auch fast fertig bin. Und diese Expertise wollte ich einfach dann in den Schulbetrieb mit einbringen. Das hört sich ja auf jeden Fall gut an. Was noch meine Frage wäre, manchmal gibt es ja auch Fälle, womit man persönlich nicht so gut fertig wird. Hilft es dann auch, dass Sie ein Team sind und sich auch gegenseitig nochmal stärken können? Ja. Klar. Auf jeden Fall. Also wenn man, und das ist ja, wir haben eben schon gesagt, das ist ja alles vertraulich auch, was hier passiert und was besprochen wird. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn wir mal sprechen, wenn es Probleme gibt, dann wird das halt anonymisiert, aber es bleibt eben trotzdem vertraulich und dann hilft das, wenn man jemanden hat, zu dem man gehen kann, so, wenn man sich austauschen kann, klar. Okay, das ist schon mal gut. Maria, hast du noch eine Frage? Nee, also für mich ist eigentlich alles geklärt. Wir haben viel heute rausgefunden und hoffentlich auch viel, was euch persönlich weiterhilft, denn ich weiß nicht, vielleicht seid ihr momentan in einer Situation, wo es euch nicht so gut geht. Und ja, dann kennt ihr jetzt die Leute, an die ihr euch wenden könnt. Ja, auf jeden Fall. Und es war übrigens die erste ernste Schaute-Show, ne? Ja, das stimmt. Da muss es wirklich ums Leben gehen. Ne? Danke, dass aber ihr da wart. Ich hab's verstecken gespielt. Ja, das Schule hat meistens Spaß, aber manchmal. Ja. Danke, dass Sie uns eingeladen haben, ne? Auf jeden Fall. Danke fürs Kommen. Kein Problem, immer wieder gern. Das war die Schaukelshow, oder Marie? Ja. Willst du noch was loswerden? Nee, eigentlich bin ich wunschlos glücklich. Dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Schaukelshow wieder und bis bald. Das wäre dann die neunte. Naja. Tschüss. Ja, ist doch. Okay.